So, diese Zusammenstellung von Hans Bender, ich habe mal gestöbert und diese habe mich spontan dafür entschieden, weil es eine gute Sammlung ist. Ist eine gute Zusammenstellung. Er hat auch in seinem Anfangstext, in seiner Zusammenfassung, sehr treffende Worte gefunden. Und er fängt mit einem Ausschnitt aus Rilkes Herbsttag, den ich nachreichen werde, an. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. In Rainer Marias Rilkes Gedicht Herbsttag ist viel von der Stimmung dieser Jahreszeit enthalten. Viel von dem, was den Herbst ausmacht. Das Abschiednehmen von liebgewordenem Sommer, das Fallen der Blätter als sichtbares Zeichen eines Untergangs, die heraufziehende Kälte und die ersten Fröste. Der Weg des Jahres führt hin zu Kälte und Dunkelheit. Und dem Herbst bleibt es vorbehalten, noch Sommer und noch nicht ganz Winter zu sein. Er bildet den Übergang und in der Natur verschönt er das Unterliegen des Sommers durch sein bezauberndes Spiel der Farben, durch letzte warme Tage und für lange Zeit die letzten blühenden Blumen. Es gilt Abschied zu nehmen von der Sommersonne und den Farben von Frühling und Sommer. Und es beginnt die Zeit der Vorbereitung auf den Winter. Jetzt Rainer Maria Rilke, der Herbsttag, auf den er sich ja bezogen hat. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den Winter rein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keins mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter getreicht sind. Rainer Maria Rilke.